Wir kommen ein bisschen zur Ruhe und zum nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 77, Aktuelle Stunde der Fraktion der Freien Demokraten, keine Windkraft im Wald. Walderhalt ist für effektiven Klimaschutz unverzichtbar. Landesregierung muss Moratorium für weiteren Windkraftausbau auf Waldflächen einrichten. Den rufen wir zusammen auf mit Tagesordnungspunkt Nummer 84, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, klimawirksam schützen, keine Windkraft im Wald. Und als Erstes hat sich die Abgeordnete Knell zu Wort gemeldet. Bitte schön. Danke. Moment bitte. Also ein bisschen mehr Ruhe. Wir gehen jetzt weiter in der Tagesordnung und wollen ja heute auch noch mal zu Ende kommen. Deswegen nehmen Sie bitte alle wieder Ihre Plätze ein oder gehen Sie raus oder was auch immer. Auf jeden Fall hier im Saal sollte Ruhe sein. Frau Knell, wir versuchen es noch mal. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich fände es schon gut, wenn mir auch dann noch Leute zuhören, auch wenn ich selber jetzt auch eigentlich eher eine Pause bräuchte. Ich möchte auch noch darum bitten, mir eine Vorbemerkung zu erlauben. Es ist überhaupt nicht leicht, nach so einer Diskussion wieder zur Sachpolitik zurückzukehren. Ich habe bisher immer die Meinung vertreten, dass man sich auch mit der AfD sachlich und fachlich auseinandersetzen sollte, so wie man das mit anderen auch tut. Das fällt mir nun wirklich schwer. Ich kenne die Position der AfD zum Wald und zur Windkraft. Und bitte tun Sie mir den Gefallen, klatschen Sie nicht. Sparen Sie sich bitte die Energie und schämen Sie sich für das, was Sie hier eben abgeliefert haben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, jetzt noch einmal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer Klimaschutz ernst nimmt, der schaut nicht nur mit Wut nach Brasilien oder Bolivien, wo wertvolle Regenwälder durch Brandrodungen zerstört oder bedroht werden. Wer Klimaschutz ernst nimmt, der beginnt bei uns vor unserer Tür und schützt als Erstes die hessischen Wälder. Denn die Wälder sind die großen Klimaschützer überhaupt, weil sie CO2 entziehen. Und wer Klimaschutz ernst nimmt, der will nicht, dass industrielle Windkraftanlagen in sensible Wälder gestellt werden und das zerstören, was wir erhalten wollen. Wer Klimaschutz ernst nimmt, der lässt die schwarz-grüne Axt in Wiesbaden stehen und zieht damit nicht in nordhessische Märchenwälder. Es ist auch schizophren, sich im Hambacher Forst an Bäume zu ketten, aber der Zerstörung der Wälder im Reinhardswald, im Vogelsberg oder im Odenwald bereitwillig zuzustimmen. Wir glauben daran, dass Klimaschutz ohne die Zerstörung unserer Wälder, ohne die Vernichtung von Artenvielfalt, ohne das Schreddern geschützter Vogelarten auskommt. Und ich würde Greta gerne unseren nordhessischen Märchenwald zeigen, weil der ist schützenswert. Und dort, wo Grimms Märchen ihre Heimat haben, wo Jahrhunderte alte Bäume stehen und uns bezaubern, und der eine Heimat für uns auch ist. Dort, wo Natur, Tier und Pflanzen heute noch ihren Lebensraum haben und auch wir Menschen Ruhe finden können. Da sollen 240 Meter hohe Stahltürme entstehen, die mit 1.000 Tonnen Stahlbeton im sensiblen Untergrund befestigt werden. Und wer einmal eine Windkraftbaustelle gesehen hat, weiß, wie krass diese Einschläge sind. Da wird abgeholzt, planiert, betoniert. Hunderte Lkw mit Überlänge fahren auf extra angelegten und verbreiterten Schotterpisten kilometerweit in unsere Wälder. Und bei allen Diskussionen über die richtige Energiepolitik muss doch eigentlich eines Konsens sein, gerade wegen der aktuellen Situation im Wald. Wir dürfen nicht die wertvollsten Flächen geschützte Wälder zerstören. Das kann und darf nicht der Weg sein. Heute findet auf Einladung des Bundeswirtschaftsministers der Windkraftgipfel in Berlin statt. Und rechtzeitig hat sich die Windkraftlobby in Position gebracht und fordert, das bestehende Naturschutzrecht zu beschneiden. Und das ist angesichts der Notlage der hessischen Wälder doch völlig absurd. Wir Freie Demokraten wollen alles tun, um den Wald zu stärken, und die Landesregierung offenbar nicht. Der Landesverband Hessen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sagt dazu, ich zitiere, in der dramatischen Lage, in der sich der Wald befindet, verbietet sich selbstverständlich der Bau von Windkraftanlagen. Zitat Ende.
Der Naturschutzbund Deutschland, NABU, kritisiert die Windkraftindustrie. Der NABU erklärt dazu, dass der BWE, ich zitiere, die Rolle der Windenergie als Gefährdungsfaktor für bestimmte Populationen von Vögeln und Fledermäusen einfach herunterspielt oder negiert, vorhandene wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert oder verdreht. Zitat Ende. Und wo stehen dann da die Grünen, die angeblich jede Biene, jeden Vogel schützen wollen? Sie stehen mit ihrer Politik auf der Seite der Naturzerstörer, auf der Seite der Windindustrie, die sogar Naturschutzrecht beschneiden will, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Der Angriff auf das Naturschutzrecht ist das offene Eingeständnis, dass es keinen naturverträglichen Windkraftausbau mehr gibt. Über 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland, über 1.100 in Hessen, und das alles für lächerliche 3% Primärenergie. Niemand kann da sagen, dass wir damit das Klima retten, weder in Deutschland noch in der Welt. Und wir fordern die CDU-Fraktion auf, schauen Sie doch bitte nach Thüringen. Dort hat Mike Moring, CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzender, gesagt. Netter Kerl, hören Sie mal auf ihn. Wir haben uns aus ökologischen Gründen und des Landschaftsschutzes wegen klar gegen Windkraft im Wald positioniert. Das sagt Ihr Parteifreund. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, was Ihre Freunde in Thüringen Frau schaffen. Frau Abgeordnete Knell, Sie müssen dann zum Schluss. Letzter Satz. Was Ihre Freunde in Thüringen schaffen, muss doch auch für Sie möglich sein. Stehen Sie auf Seite der Natur für einen echten Klimaschutz. Stoppen Sie die Windkraftpläne in unseren hessischen Wäldern. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Diefenbach von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir werden weiterhin Windkraft im Wald ermöglichen und hierzu auch Flächen im Eigentum des Landes bereitstellen. Zitat Ende aus dem Koalitionsvertrag. So steht es da drin, und so halten wir daran auch weiterhin fest. Denn die Herausforderungen bzw. die Herausforderungen, die jetzt vor uns liegen im hessischen Wald und die wir kürzlich mit dem 12-Punkte-Plan angegangen sind und die wir jetzt angehen werden, stehen dazu nicht im Widerspruch, denn Windkraft im Wald ist an strenge Vorgaben gebunden und wird übrigens von über 70% der Menschen in Hessen befürwortet. Die Antwort, weshalb wir auch an der Nutzung der Windkraft im Wald nicht vorbeikommen, ist einfach. Auf den Hügeln der Mittelgebirge weht schlicht mehr Wind als in den Tälern, und diese Hügel sind eben oft bewaldete Gebiete. Außerdem gilt es zum Schutz der Anwohner, wichtige Abstandsregeln, wie jeder weiß, zur Wohnraumbebauung einzuhalten, wodurch die Nutzung der Windkraft im Wald notwendig wird. Sollte zusätzlich zu den vorgeschriebenen Mindestabständen zur Wohnbebauung nun auch die Waldfläche, immerhin 42% der hessischen Fläche insgesamt, als Standort für Windenergieanlagen außer Betracht fallen, so gäbe es in Hessen nicht genügend Flächen für die notwendige Windkraft, die zur Energiewende einen Beitrag leistet. Die Windkraft spielt im Konzert der umweltverträglich erzeugten Energie eine besondere Rolle, da sie schlicht und ergreifend besonders effektiv ist. Zudem beanspruchen Windenergieanlagen im Verhältnis zu ihrer energetischen Effizienz nur wenig Fläche, was jedem schon augenscheinlich einleuchtet. Und ich weiß nicht, ob die SPD, auf die FDP das möchte, wenn man auf die Halden der Braunkohlegewinnung schaut. So können wir in der Lausitz fragen, was den Leuten lieber wäre, ob auf der Wiese oder am Waldrand oder vielleicht auch im Wald ein Windrad steht oder vielleicht auch mehrere oder diese Mondlandschaften, die dort entstanden sind. Ein kleiner Teil der in Anspruch genommenen Fläche bei Windrädern, zum Beispiel für das Fundament 0,0314 Hektar bis 0,0415 Hektar, und der wesentliche Teil der in Anspruch genommenen Flächen, die teilweise versiegelt sind, 0,4 bis 0,6 Hektar, werden auch wieder aufgeforstet werden müssen und wiederhergestellt werden müssen. Details zu dieser Frage können Sie übrigens der Antwort der Umweltministerin Priska Hinz auf die Kleine Anfrage Flächenverbrauch von Windenergieanlagen vom 7. Juni 2019 entnehmen.
Das Wichtigste bei alledem ist aber, für die dauerhaft benötigten voll- oder teilversiegelten Flächen müssen eben forstrechtliche und naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erbracht werden. Außerdem müssen die dauerhaft versiegelten Flächen zu 100% ausgeglichen werden. Verloren gegangene Waldflächen müssen an anderer Stelle wieder aufgeforstet werden. Und in waldreichen Gebieten kann man stattdessen auch eine Walderhaltungsabgabe zahlen, um in waldärmeren Gebieten dann neuen Wald anzulegen. Damit die Errichtung von Windenergieanlagen umwelt- und sozialverträglich geschieht, soll mit den sogenannten Windvorrangflächen erreicht werden, dass nicht überall der Bau einer Windenergieanlage beantragt werden kann, sondern eben nur dort, wo dies per dieser Vorabprüfung, die dann zu Windvorrangflächen führt, sinnvoll erscheint. Und ich weiß nicht, warum man an der Stelle immer gegen den Teilplan erneuerbarer Energien in Südhessen zum Beispiel polemisieren musste, der ja genau dies zum Ziel hat, nämlich Windvorrangflächen auszuweisen, also Flächen, die Vorrang besitzen und gleichzeitig eine Ausschlusswirkung für andere Flächen haben, die dann eben vom Windradbau nicht tangiert sind. Und beim Ausbau der Windenergie ist es das erklärte Ziel der Landesregierung, die Eingriffe in Natur und Umwelt möglichst gering zu halten. Außerdem werden für die Errichtung von Windrädern also solche Vorrangflächen ausgesucht, die natürlich vielen Kriterien genügen müssen. Eine davon ist, dass es sich zum Beispiel oft um Windwurfflächen oder auch um Jungbestände handelt, wo also die Einbußen an Wald noch möglichst gering gehalten werden. Zum Schluss möchte ich noch einmal den Blick aufs Große und Ganze richten. Betrachtet man die Ökobilanz, dann macht es zum Beispiel einen großen Unterschied, ob ein Baum für eine Straße oder für ein Windrad fällt. Denn die Windkraft leistet immerhin noch einen wertvollen Beitrag zur Energiewende. Und in diesem Zusammenhang möchte ich aus einem E-Mail-Wechsel mit einer Odenwälder Bürgerinitiative zitieren. Ich habe in einem E-Mail-Austausch mit dieser BI... Herr Abgeordneter Tiefenbach, das müssten Sie aber schnell machen, weil die Redezeit abgelaufen ist. Ja, in der ich dargelegt habe, dass man mit der Windkraft als Beitrag zur Energiewende auch dem Great Barrier Reef vor Australien sozusagen es schützt vor weiterer Versauerung durch CO2-Einreicherung im Meer. Diese Sache wurde glatt abgelehnt. Kein Baum, der gefällt wird, würde da etwas nützen. Das ist schlicht die Negierung von Klimawandel und was man dagegen tun kann. Wir würden uns wünschen, wenn Sie es auch unterlassen würden, zu behaupten, dass im Märchenwald Windkrafträder errichtet werden. Sie werden im Reinhardswald errichtet, aber in der Wirtschaftsfläche, nicht im Märchenwald. Und wir hätten uns auch gefreut, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie den Wald so lieben, unseren Naturwaldkonzepten zustimmen und auch bei der Abholzung des Bannwaldes des Flughafens entsprechendes Engagement gezeigt hätten. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Gagel von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kollegen! Ja, da liegt der FDP-Antrag vor, Klimaschützen, keine Windkraft im Wald. Liebe Kollegen von der FDP, Herr Rock, grundsätzlich finden wir das ganz klasse, aber dass die Überschrift klimawirksam schützen drüber steht, mit dem sind wir nicht einverstanden. Wenn da stände naturwirksam schützen oder Lebensräume wirksam schützen, könnten wir diesen Antrag sehr gut unterstützen. Aber den Klimaschutz hat ja jetzt auch die FDP entdeckt, nachdem man ja gemerkt hat, das Thema ist populär. Und die Instrumentalisierung, über die wir heute schon gesprochen haben, mit dem Thema Klimaschutz etwas zu begründen, ist ja wohl in. Fukushima wurde auch instrumentalisiert, und deswegen stehen wir heute hier, dass wir überhaupt darüber reden, über die gigantische Naturzerstörung, die wir in unseren deutschen Wäldern überhaupt zulassen. Fukushima hat dazu geführt, dass die Behauptung regenerative Energien sind notwendig für den sogenannten Klimaschutz. Das ist absolut falsch, und das ist ein Irrtum. Und mit diesem Irrtum werden unsere Wälder zerstört.
Neben den Windkraftanlagen haben wir auch neue Stromleitungen, die wir brauchen, siehe Südlink und Ultranet. Es werden Schneisen in die Wälder für Zufahrtsstraßen gelegt. Das hat die Frau Kollegin Knell schon erwähnt. Und die Beispiele hier in Hessen haben wir an verschiedener Stelle, im Reinhardswald, im Odenwald und auch der Taunuskamm steht zur Disposition. Wie ich ja schon sagte, Klimaschutz ist vorgeschoben. Es ist ein Totschlagargument. Immer wieder wird es behauptet, wir müssen das Klima schützen, aber ich sage es hier und immer wieder an dieser Stelle, Klima kann man nicht schützen. Der Klimawandel ist nicht menschengemacht und CO2 und der Treibhauseffekt haben nur einen kleinen Einfluss auf das Klima. Änderungen in der Strahlungsbilanz der Erde sind weit einflussreicher. Statt den Klimaschutz vorzuschieben, liebe FDP, hätte man natürlich auch noch einmal was sagen können insgesamt. Die Zufahrtswege haben Sie erwähnt, auch die Borkenkäferproblematik spielt eine Rolle oder die Windanfälligkeit durch die Schneisen und Lichtungen, die einfach gesetzt werden. Betonfundamente ohne Rücksicht auf Geologie und Wasseradern. Und da kommt man zwangsläufig wieder zu dem Schluss. Es gibt tatsächlich in Hessen und auch in anderen Bundesländern eine gute Art der Naturzerstörung und eine böse Art. Und die böse Art der Naturzerstörung, die gute Art der Naturzerstörung ist beispielsweise Wälder zu roden, um Windkraftanlagen zu errichten. Stattdessen beschäftigt man sich teilweise vielleicht, um das Klima, um das Gewissen etwas zu beruhigen, mit der Begrünung von Dächern von Bushaltestellen. Aber der Schaden in den Wäldern ist enorm. Denn der Einfluss des Waldes auf das Mikroklima, auf den Erhalt unserer Kulturlandschaften, die Funktion als Naherholungsfunktion, Rückzugsort für heimische Arten, Wildtiere und Vögel, ist eine absolut wichtige Funktion, die dieser Wald hat, unser Wald. Und weil der Wald momentan durch die Trockenheit gerade von anderer Seite so geschädigt ist, gilt grundsätzlich und jetzt erst recht keine weitere Windkraft im Wald. Im Moratorium sind wir uns einig mit der FDP, in der Begründung nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Als nächstes hat die Abgeordnete Wissler von der Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die FDP beschäftigt den Landtag ja gefühlt in jeder zweiten Plenarwoche mit ihrem Kampf gegen die Windmühlen. Und diesmal heißt die Aktuelle Stunde keine Windkraft im Wald. Walderhalt ist für effektiven Klimaschutz unverzichtbar. Nun, dass ausgerechnet die FDP sich als Schutzpatronin der hessischen Wälder aufspielt, ist schon ein Witz. Das stimmt, Herr Kollege Hahn, aber wenn Sie zum 100. Mal die gleiche Aktuelle Stunde beantragen, dann müssen Sie sich auch zum 100. Mal meine gleichen Gegenargumente dazu anhören. Mit Ihrer Unterstützung wurden 228 Hektar besonders geschützter Bannwald für den Ausbau des Flughafens gerodet, zum Beispiel. Auf dieser Waldfläche für die Nordwestlandebahn, die dafür gerodet wurde, hätte man rein rechnerisch übrigens 400 bis 500 Windräder aufstellen können, die auch noch deutlich leiser gewesen wären. Oder nehmen wir den Kiesabbau an der Seering in Langen. Da hat das Regierungspräsidium die Rodung von 63 Hektar Wald genehmigt unter einer schwarz-gelben Landesregierung. Die FDP hat also mehr Wald auf dem Gewissen, als es mit Windrädern so schnell zu schaffen wäre, meine Damen und Herren. Und ich erinnere mich noch an Debatten. Das ist noch gar nicht lange her, auf Antrag der FDP, dass naturrechtliche Regulierungen fallen müssten, damit man Ausbauvorhaben von Straßen voranbringen könnte und beschleunigen könnte. Aber wenn die FDP den Bau eines Windrades verhindern will, dann heißt es, mein Freund, der Baum, und dann wird um jeden Ast gekämpft, meine Damen und Herren. Und Frau Knell, im Hambacher Forst, muss ich ja mal sagen, da waren Sie jetzt als Baumschützerin nicht so aktiv gewesen, weil der Wald kann weg. Da geht es ja um RWE und deren Interessen. Und da will ich nur sagen, also der Eingriff durch Kohleabbau in die Natur und in die Wälder ist schon um einiges heftiger als der Bau von Windrädern. Also Sie wären als Baumschützerin noch glaubwürdiger, wenn Sie dann zum Beispiel auch im Hambacher Forst aktiv gewesen wären und auch dort um den Erhalt des Waldes gekämpft hätten, meine Damen und Herren.
Und so ähnlich ist es ja auch mit Ihrer Argumentation mit dem Artenschutz. Ob eine Art schützenswert ist oder aussterben darf, das entscheidet ja die FDP danach, welchem Bauprojekt sie im Wege steht. Also der Rotmilan oder die Fledermaus, die müssen geschützt werden, weil die können den Bau von Windrädern verhindern. Aber der Kammolch zum Beispiel, der kann gerne aussterben, der gefährdet nämlich den Bau von Autobahnen. Und das ist die Artenschutzpolitik der FDP. Es geht ihnen nicht um die Art, sondern darum, welches Bauprojekt verhindert werden kann. Und natürlich ist es sinnvoll, Windkraftanlagen bevorzugt auf Freiflächen zu errichten. Aber Hessen ist ein waldreiches Bundesland, und deshalb dürfen Waldgebiete natürlich nicht ausgeschlossen werden, wenn wir das 2-%-Ziel erreichen wollen. Über 95% hessischer Waldfläche bleibt übrigens vollkommen unberührt von jeglicher Windkraft, und auch wenn 80% der ausgewiesenen Windkraftstandorte in Waldflächen liegen. Und Wald ist auch nicht gleich Wald. Wir müssen natürlich im Vorfeld genau bewerten, welche Qualität ein Wald hat, ob es sich um alte, naturnahe Wälder handelt, die besonders schützenswert sind. Aber richtig ist, und da haben Sie recht, ja, der Wald ist gefährdet. Und am stärksten ist der Wald gefährdet durch den Klimawandel und durch dessen Folgen. Und wer den Bau von Klimaanlagen verhindern will und damit die Energiewende, der beschleunigt den Klimawandel. Und damit schützt man keinen Wald, wie die FDP vorgibt, sondern man gefährdet ihn. Die Folgen für den Klimawandel sind noch gar nicht absehbar. Deswegen wäre es auch mal gut, eine Anhörung dazu zu machen im Landtag über die Folgen des Klimawandels für die hessischen Wälder. Aber, liebe FDP, was ich gar nicht verstehe, ist, warum Sie sich so über die Energiewende in Hessen aufregen. Weil die findet doch gar nicht statt. Der Ausbau der Windenergie ist in Hessen doch zum Erliegen gekommen. Bis Ende Juli wurde in Hessen nur eine einzige Windkraftanlage in Betrieb genommen. Eine. Also viel weniger hätte die FDP doch gar nicht hinkriegen können als die Grünen. Also ich verstehe es nicht so. Die Landesregierung hat den Ausbaustopp für die Windenergie, den Sie fordern, den hat die Landesregierung da längst umgesetzt. Und dabei muss man ja sagen, hätte die Landesregierung den Ausbau der Windenergie ja selber in der Hand. Die meisten Flächen gehören dem Land, sie könnten den Kommunen und Bürgerenergiegenossenschaften pachtfrei überlassen werden, würde die Energiewende beschleunigen, wollen Sie leider nicht, Frau Umweltministerin. Man könnte mal über die vorgegebenen Mindestwindgeschwindigkeiten sprechen und die abschaffen. Und wir merken auch, dass der Plan, 2% der Landesfläche für die Windkraft zur Verfügung zu stellen, oft nicht ausreicht, weil es eher naturschutzrechtliche Beschränkungen gibt, zu Recht, aber auch, weil es Widerstand vor Ort gibt. Widerstände, wohlgemerkt, die einige CDU-Landtagsabgeordnete vor Ort auch gleich mitorganisieren. Insofern, meine Damen und Herren, Hessen scheitert an den selbstgesteckten Klimazielen, und die waren schon nicht sehr hoch gesteckt. Wenn man den Klimawandel aufhalten will oder wenn man ihn zumindest begrenzen will, muss man jetzt handeln, und man darf nicht versuchen, sich den Klimawandel immer weiter durch Abwarten oder reines Setzen auf Marktmechanismen ihn so zu bekämpfen. Und Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Das gesteckte Redeziel ist auch erreicht. Das gesteckte Redeziel ist erreicht. Mein letzter Satz. Wir brauchen politischen und gesellschaftlichen Druck. Deswegen ist es gut, dass jeden Freitag Tausende von Schülerinnen und Schülern im Namen der Fridays for Future-Proteste auf die Straße gehen, am 20.09. weltweiter Aktionstag. Da ruft auch Verdi jetzt dazu auf. Und ich denke, wem die Umwelt und das Klima am Herzen liegt, der sollte sich genau an solchen Aktionen beteiligen, statt Windräder zu bekämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Krüger von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich einmal ganz persönlich bei der FDP bedanken. Sie verschafft mir mit ihrem Don Quixote-haften Kampf gegen Windmühlen bei fast jedem Plenum mindestens einen Redebeitrag als energiepolitischer Sprecher. Und das finde ich total großartig. Dann kann man nämlich noch mal ein paar Sachen klarstellen. Zum Beispiel, und das muss man nach dem Redebeitrag natürlich machen, darauf ist auch schon eingegangen worden, muss man das Märchen über die Windkraft im Märchenwald mal ausräumen. Das wird im Augenblick sehr gerne überall erzählt. Es gibt keine und es wird keine Windkraftanlagen im Märchenwald geben. Der ist ausgeschlossen. Ja, es gibt Windkraftanlagen, es wird Windkraftanlagen geben, weil es gibt noch gar keine einzige, aber es wird Windkraftanlagen geben im Reinhardswald. Das ist ein riesiges Waldgebiet, übrigens mit sehr viel Wirtschaftswald. Und da kommt jetzt die FDP wieder ins Spiel. Ich finde das ja interessant.
dass die FDP ständig gegen Wirtschaft hetzt. Sie hetzt gegen wirtschaftliche Waldnutzung. Sie hetzt gegen mittelständische Unternehmen, die Windkraftanlagen betreiben. Sie ist dagegen, dass ein Windkraftunternehmen natürlich ist das Hetze, weil im Endeffekt Sie wollen, dass der Windkraftausbau in Deutschland und insbesondere in Hessen komplett zum Erliegen kommt. Das ist natürlich ein Problem für einen der größten Windkraftprovider der Welt, für Enercon. Das ist zwar kein hessisches, aber ein deutsches Unternehmen. Und ich freue mich über jede deutsche Windkraftanlage, die in Deutschland gebaut wird. So, an dem Punkt habe ich jetzt eigentlich den Beifall der AfD erwartet. Aber die AfD scheint sich für Deutschland auch nicht so zu interessieren und für die deutsche Wirtschaft. Aber vielleicht war die letzte Debatte auch einfach zu aufregend für Sie. Mir geht es aber und meiner Fraktion geht es tatsächlich hier darum, einen vernünftigen Ausgleich zwischen den Interessen der Windkraftnutzung und der erneuerbaren Energien, des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Nutzung der Naturräume, wie wir sie in unserer Kulturlandschaft ja seit über 1000 Jahren gewohnt sind, hinzubekommen. Das heißt, dass man natürlich an dem einen oder anderen Punkt schauen muss, wie kann ich im Wirtschaftswald Windkraft nutzen. Übrigens, wenn dann immer darauf abgehoben wird, und das ist ja auch sublim in diesem Antrag wieder geschehen, dass Wald viel wertvoller wäre als Windkraftanlagen unter dem CO2-Aspekt. Herr Krüger, lassen Sie eine Frage des Abgeordneten Rock zu? Nein, leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. So, es wird ja immer unterstellt, Kollege Rock, dass die Windkraftanlagen nicht so viel CO2 einsparen würden wie der Wald, der wertvolle Wald, der da weggeholzt worden ist. Übrigens meistens Bäume, die eh erntereif waren und in kurzer Zeit auch geerntet worden wären. Aber das Verhältnis, und das, ich habe Ihnen einen netten Artikel mitgebracht, ein Faktencheck vom MDR. Darf ich ein Windkraft in den Wald stellen? Heißt das, lesen Sie sich mal durch. Da steht drin, dass eine Windkraftanlage um 150-fach effektiver ist in der Einsparung von CO2 als die Fläche Wald, die gerodet werden musste, um diese Windkraftanlage aufzustellen. 150-fach effektiver. Ich plädiere und meine Fraktion mit mir nicht, jetzt den ganzen Wald niederzulegen, um da Windkraftanlagen hinzubauen. Aber man muss sich das einfach mal auch noch einmal bildlich vorstellen und vor Augen halten. 150-fach effektiver, um CO2 einzusparen, ist eine Windkraftanlage. Und wenn dafür Wald fällt, der sowieso bald geerntet worden wäre oder der geerntet werden musste, weil der Borkenkäfer aufgrund der Dürre, die die Klimaveränderung verursacht hat, jetzt gefällt werden mussten, dann macht das natürlich in einem ganz besonderen Maße Sinn, dann dort die Windkraft zu nutzen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, stehen wir Sozialdemokraten dahinter, mit Augenmaß die Windkraft auch im Wald zu nutzen, zumal ja wir auch beachten müssen, dass wir alternativ die Windkraftanlagen sonst sehr nah an die Ortschaften stellen wollen. Das ist offensichtlich das Konzept der FDP. Ich wünsche viel Spaß bei der Verrichtung, dann mit den Windkraftanlagen direkt vor der Ortschaft. Wie gesagt, die Einladung steht ja immer noch an den Kollegen Rock, mich mal in meinem Garten zu besuchen. Bei mir steht nämlich die nächste Windkraftanlage 400 Meter weit entfernt. Ich kann da gut mit leben. Aber wie gesagt, schauen Sie es mal an. Ansonsten wünsche ich gute Verrichtung und Glück auf. Vielen Dank. Das war eine vorbildliche Redezeit. Jetzt hat sich der Abgeordnete Müller der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die FDP, also Frau Wissler, Sie haben ja fast alles weggenommen in Bezug auf NABU und ähnlichen Dingen. Auf die gleiche Idee bin ich auch gekommen. Ich habe nämlich sofort gegoogelt, FDP, NABU, Bund. Und ich konnte gar nicht aufhören vor lauter Einträgen von kontroversen Debatten der FDP. Deshalb fand ich das ausgesprochen spannend, dass Sie den NABU, den Bund, hier zitieren. Wunderbar, finde ich toll. Aber
Aber es wird deshalb nichts Rundes draus, weil Sie müssen Sie dann ja bei anderen Dingen auch zitieren. Und das wollen Sie nicht, wir vereinzelt auch nicht, also passt es nicht. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe manchmal das Gefühl, tatsächlich, es ist ein Reflex. Und der Reflex Windkraft ist etwas Schlechtes, da müssen wir gegen etwas tun. Das drückt sich bei Ihnen bei jedem Anlass aus. Ich will jetzt keine Vergleiche ziehen zu anderen Reflexen, die wir in diesem Haus immer wieder mal hören, aber es ist auffällig. Und dieser Reflex, der ist etwas sonderbar. Also, wir haben in Hessen viel Wald. Ungelogen sind wir das waldreichste Bundesland in Deutschland. Umgerechnet haben wir, ich habe mir extra die Mühe gemacht, 9 Milliarden Bäume. 9 Milliarden Bäume ist ja schon mal eine Nummer. Das ist eine Zahl, die muss man sich deutlich machen. In Hektar klingt das immer so abstrakt, aber 9 Milliarden Bäume. Und vielleicht ist auch der eine oder andere mehr, Kollege. Und es geht bei der Windkraftbetrachtung um, Achtung, 336.000 Bäume. Das ist auch wichtig. Aber das gegeneinander auszuspielen, ist doch einfach ehrlicherweise nur klamaukhaft. Seien Sie mir nicht böse, das ist so. Weil das hat eine Form von gegeneinander in Stellung stellen, die überhaupt nicht treffend ist. Und ich finde, wenn Sie jetzt sich um den Wald hätten kümmern wollen, um die Probleme, die zurzeit die Waldbauern haben, die zurzeit Hessenforst hatten, dann hätten Sie vielleicht einen Antrag stellen können, indem Sie die hessische Landesregierung zu Ihrem 12-Punkte-Plan gratuliert hätten. Es werden 200 Millionen Euro ausgegeben, um 100 Millionen Bäume zu pflanzen, um neue Forschung, neue Bäume hineinzubringen in die Wälder, damit die Zukunft gesichert ist. Aber den Windkraftausbau mit der aktuellen Problematik des Waldes in Verbindung zu bringen, ist vorsichtig formuliert völlig daneben. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns in Hessen für die Konversion entschieden. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir die Energiepolitik verändern. Das ist eine politische Entscheidung. Die kann man teilen, die kann man nicht teilen. Aber wenn man sie verfolgt, dann wird man sie genauso verfolgen müssen, wie wir das in Hessen tun, unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Belange, unter Berücksichtigung der Menschen, die vor Ort auch manchmal Bedenken äußern, die durchaus an dieser Stelle auch treffend und zielführend sind, aber eben auch unter Einhaltung des Zielkorridors erneuerbare Energien weiter zu fördern, weiter zu pushen, um die Konversion zu einem Erfolg zu führen. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will mich jetzt nicht mit dem auseinandersetzen, was an völkischer Klimabegründung gerade vorhin gekommen ist. Der Klimawandel sei nicht menschengemacht. Das finde ich immer noch eine faszinierende Betrachtung. Selbstverständlich sind auch die Dinosaurier ein bisschen schuld am Klimawandel, den wir heute haben. Aber es ist lange her. Aber das, was wir beeinflussen können, verehrte Kolleginnen und Kollegen, und das ist übrigens Politik für Menschen und nicht nur Politik orientiert an Skandalen, an Problemen oder sonst was. Wir müssen uns doch Gedanken machen, wie beherrschen wir unsere Welt für die Kinder und Kindeskinder. Herr Kollege Rock, Sie haben zu Recht vorhin gesagt, wir müssen eben auch in einem anderen Zusammenhang, wir müssen an die denken, die uns nachkommen und die Gefühle, die damit verbunden sind. Und das ist unsere Aufgabe. Politik hat sich nicht damit nur zu beschäftigen, was in der Vergangenheit war. Wir müssen uns um das Heute und das Morgen kümmern. Und das tun Sie nie. Sie verweigern das, indem Sie sagen, das gibt das Problem nicht. Und wenn es das Problem gibt, dann ist es auch von anderen gemacht. Und wir müssen uns nicht kümmern, wie wir es lösen. Und wir wollen uns kümmern, wie wir es lösen. Deshalb ist die Konversion unsere Aufgabe der Zukunft. Deshalb ist es richtig, dass wir auch auf Windenergie setzen. Und es ist richtig, dass wir uns auch um den Wald in Hessen kümmern. Und die Hessische Landesregierung tut das ausgezeichnet. Und ich sage noch einmal, wenn es dann 9 Milliarden, 2 Millionen Bäume sind, dann ist das ein guter Weg in die richtige Richtung. Und deshalb machen wir es genauso weiter. Vielen Dank, Herr Abg. Müller. Für die Landesregierung spricht die Staatsministerin Hinz. Bitte schön, Frau Hinz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die FDP irrlichtert bei dem Thema Windenergie und Klimaschutz ja nicht das erste Mal so umher. Also, vorgestern bei der Fragestunde haben Sie der Landesregierung noch den Vorwurf gemacht, wir würden nicht schnell genug genehmigen, die Windenergieanlagen, weil also das sei alles so kompliziert und man müsste mal Vorrang machen.
Heute wollen Sie ein Moratorium für Windenergie im Wald. Den Landesentwicklungsplan mit dem 2% Vorrangfläche mit dem Ziel hat ein FDP-Minister erarbeitet und ins Kabinett gebracht. So, jetzt bekämpft die FDP jeden Teilregionalplan und jedes einzelne Windkraftrad überhaupt in Hessen. Bei Bauvorhaben, die der FDP besonders wichtig sind, ist die Rodung von Waldflächen genehm. Aber wenn wir 10% der hessischen Staatswaldfläche als Naturwälder ausweisen, dann bekämpft die FDP das ungemein, weil Wälder dann nicht mehr als Rohstoffressource genutzt werden können, Bäume nicht gefällt werden können. Und gerade Naturwälder bieten aber die Möglichkeit, für Fledermäuse Unterschlupf zu finden in ihren Höhlen. Baumspechte haben dort ihre Höhlen, und auch Schwarzstörche haben z.B. dort ein Biotop. Aber das ist dann der FDP irgendwie gar nicht so wichtig, weil es geht ja nicht um Windenergieanlagen. Und meine Damen und Herren, Frau Ministerin Hinz, lassen Sie eine Frage zu? Nein, von der FDP. Wer nach dem zweiten Dürrejahr, nach dem zweiten Hitzesommer nicht verstanden hat, dass wir Windenergieanlagen brauchen, um das erneuerbare Energieziel in Hessen zu erreichen und damit auch den Klimaschutzvertrag mit den Pariser Zielen zu erreichen, der hat weder was von Klimaschutz verstanden noch von Waldschutz irgendetwas verstanden. Gucken Sie sich doch einmal an, wie es im Wald zurzeit aussieht. Das hängt mit dem Klimawandel zusammen. Und deswegen brauchen wir erneuerbare Energien. Und Hessen ist mit 42% der Landesfläche bewaldet in den Höhenlagen. Natürlich brauchen wir dort auch Windenergieanlagen. Das ist doch keine Frage. Und wenn ich Ihnen das einmal gegenüberstellen darf, 420 Windenergieanlagen, die wir zurzeit im Wald haben, machen 336 Hektar im Wald aus. Wir haben aber bis Ende des Jahres voraussichtlich 20.000 Hektar Schaden durch den Klimawandel. Das ist die Gegenüberstellung. Und das müssen Sie sich doch wirklich einmal vorstellen, was das bedeutet. Wenn wir nicht mehr in den Windenergieausbau gehen, dann werden wir keinen Waldschutz betreiben können, werden wir den Wald von morgen nicht mehr haben. Wir werden ihn nicht mehr wiedererkennen, weil wir weder eine Aufforstung kriegen noch eine Naturverjüngung, sondern wir werden Brachflächen haben, da wo früher Wald stand, meine Damen und Herren. Frau Staatsministerin, es gibt eine erneute Wortmeldung des Abgeordneten. Nein, danke. Die FDP hat geredet. Jetzt darf ich aussprechen. Meine Damen und Herren, es ist ein Märchen. Meine Damen und Herren, es ist ein Märchen, dass der Märchenwald im Reinhardswald gerodet wird, um es freundlich auszudrücken. Die FDP ist unglaubwürdig. Sie hat keine Ahnung, meine Damen und Herren. Und sie sind weder beim Klimaschutz noch bei dem Waldschutz auf der Höhe der Zeit. Das haben Sie heute mit der Aktuellen Stunde wieder bewiesen. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde der Freien Demokraten abgehalten. Und wir kommen zur Abstimmung des Dringlichen Antrags der FDP-Fraktion, Tagesordnungspunkt 84. Wer für diesen Antrag ist, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Und damit ist der Antrag... Oh, Entschuldigung, wer enthält sich? Die AfD-Fraktion, Entschuldigung, damit ist der Antrag trotzdem abgelehnt.